Hier ist mal wieder euer Dr. Apple. Ich wollte euch mal kurz demonstrieren, meine quasi final Version von dem 16-Kanal-Input-Modul. Als Input, was an dieses Modul angeschlossen wird, können zum Beispiel Taster, Schalter, Bewegungsmelder, eine Klingel, ein Magnetsensor, alles, was irgendwie nur ein logisches High oder Low erzeugt auf Spannungsbasis. Und was ich euch hiermit in diesem Testaufbau demonstrieren will, ist, wie unglaublich schnell er reagiert. Wir sind hier absolut im untersten Millisekundenbereich. Es ist echt der Wahnsinn. Und Apple hat gute Hausaufgaben gemacht, weil Apples HomeKit ist so rasend schnell. Nur als Info, hier, wir gucken uns Labortaster 15 an. Den sehen wir auch hier, das stellt das HomeKit dar. Und hier sehen wir das Protokoll. Ich tue es mal kurz hier löschen, dann sehen wir nämlich nur die neuen Ereignisse. Und jetzt fangen wir an. Erstmal normaler Tastendruck. Bei iOS geht auf an. So geht es wieder aus. Und jetzt simuliere ich mal ein unglaubliches schnelles Flackern. Warte, so jetzt. Ja, HomeKit ist mit dem iPhone 6 jetzt nicht so der Brille. Wir haben da eine leichte Verzögerung, aber hier könnt ihr es gut sehen. Wenn ich ganz schnell den Kontakt auf, zumache, wie schnell er das da durchrast. Seht ihr das? Das ist der Wahnsinn, wie schnell dieses Protokoll ist. Ja, das war die kleine Demonstration. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Oder wartet aufs nächste Video. Dann geht es um das 16-Kanal-Output-Modul. Bis dann, euer Dr. Apple.